Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen ganz kleinen Schmuck-Haul für euch, etwas, was ich sonst hier nicht zeige, Kleidung und Schmuck, weil ich habe einfach nicht den Raum, das zu zeigen und bei Schmuck geht das noch, aber Schmuck kaufe ich selten ein. Aber bei mir sind jetzt einige Ohrklipse kaputt gegangen oder werden einfach alt und abgetragen, weil ich meistens auch keinen Echtschmuck hole. Und ja, da habe ich jetzt bestellt, zum einen wieder bei meinem Lieblingshersteller Claire's. Das Paket ist noch unterwegs, weil der Versand von denen kommt aus dem Ausland und dann dauert es ungefähr eine Woche. Und dann habe ich bestellt bei Bijou Brigitte und die möchte ich euch zeigen. Also wie gesagt, ich habe keine Ohrlöcher, deswegen sind das alles Clips. Das ist die Besonderheit an Clips. Sie klippen halt. Also wer das noch nicht gesehen hat, ich zeige es mal. Das ist jetzt der erste Ohrring und die haben hier oben halt eine Halterung, die man dann von hinten ans Ohr einfach randrückt und dann ums Ohrläppchen klemmt. Und weil mich das viele fragen, wenn die richtig sitzen, tut das auch nicht weh. Das tut nur dann weh, wenn die nicht richtig sitzen. Die müssen im Prinzip genau auf dem Punkt aufliegen, wo der Piercer euch auch das Ohrloch stechen würde. Dort, wo keine Nervenbahnen sind, dort tut es auch nicht weh. Und die Clips haben halt Vorteile, wie dass man kein Loch braucht, dass das Loch sich nicht größer zieht, dass das Loch nicht zuwachsen kann. Haben aber auch Nachteile, gerade wenn man sehr große Ohrhänger hat und der Mechanismus ein bisschen ausleiert, hält es nicht mehr gescheit. Weil dann zieht das Gewicht das einfach runter. Es ist auch so, die Clips verliert man einfacher unterwegs, einfach weil die sich selber runterziehen. Aber ich trage seit vielen Jahren Clips, seit ich die entdeckt habe und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich zeige euch mal, welche ich bestellt habe. Einmal die in hellblau Türkis. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich Sachen bestelle, die gut zu den Sachen passen, die ich schon habe. Wir können ja mal gucken, wenn es draufsteht, was die mich gekostet haben. Hier steht jetzt 7,95 drauf, also 8 Euro. Ich weiß aber, dass ich noch einen Rabatt hatte und manche Sachen auch im Sale waren. Dann habe ich mir dieses Pärchen bestellt. Bisschen was hängt und wackelt. So. Das mache ich immer ganz gern. Große Ohrringe und ich kombiniere auch gerne Ohrringe. Also ich habe zum Beispiel auch Kreolen und die haben hier ein Loch, da kann man dann die Kreole noch durchfädeln und dann sieht es so aus, als wäre das zum Beispiel in dem Ring der Kreole drin. Mache ich vielleicht auch mal ein Video zu. Auf jeden Fall die hier, die haben laut Packung 10 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein paar größere schwarze geholt, weil da habe ich noch gar keine. Aber ich trage sehr viel schwarz. Ne, kriegst du es jetzt scharf gestellt. So. Und ich habe große dunkelblaue, die nehme ich dann meistens. Aber so richtig schwarz habe ich nicht. Und ich fand das sehr schön mit dem Muster. Und die haben auch nur 6 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein paar kleine bestellt, in so einem Roségold. In dem Farbton hatte ich nämlich auch noch nichts. Die haben 5 Euro gekostet. Ich finde die einfach schön mit den Steinchen drauf. Sie sind auffallend, aber trotzdem klein und dezent.
Dann habe ich mir noch ein paar richtig große bestellt. Die sahen auf dem Bild gar nicht so groß aus. In Gold, obwohl ich wenig Gold trage, aber wenn, dann darf es mal. Und zwar solche Hängerchen. Und die haben 8 Euro gekostet. Und ich bin ja auch jemand, der, wenn er so am Esstisch sitzt, ich spiele die ganze Zeit mit irgendwas rum. Entweder mit meinem Ohrring oder mit meiner Kette oder mit meinem Fingerring. Und das sind die hier, die verleiten natürlich zum Spiel. Genau. Das waren die von Bijou Brigitte. Es kommt, wie gesagt, noch eine Bestellung von Claire's. Da informiere ich euch, sobald die angekommen ist. Die braucht, wie gesagt, noch ein bisschen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!